Waghalsige Österreicher gibt es viele, so wie Felix Baumgartner, der aus dem Weltall gesprungen ist. Aber es geht auch spektakulär im Tiefflug. Das haben am Wochenende zwei Österreicher bewiesen. Sie sind mit einem Wingsuit durch eines der Wahrzeichen Londons geflogen. Sonntag früh über London. Die Stadt scheint stillzustehen. Nur ein Helikopter ist am Himmel. Zwei waghalsige Österreicher nutzen die Gelegenheit und wagen den Stunt ihres Lebens. Mit ihren Wingsuits einmal durch die Tower Bridge. Dann haben wir einen 2-Minuten-Call bekommen. Dann heißt es mal, okay, raus auf die Kufen. Dann schaue ich nun aufs GPS, dass die Entfernung passt, der Speed vom Helikopter passt. Wenn wir genau an unserem Punkt sind, dann habe ich zu den Jungs gesagt, okay, smoke on, seid ihr ready, okay, passt. Und dann ist schon losgegangen, 3, 2, 1, see ya. Mit 250 Stundenkilometern schießen Marco Fürst und Marco Waltenspiel auf die Londoner Innenstadt zu. Auf unseren Part, wo wir dann quasi das Ganze beschleunigen, weil wir müssen extrem viel Geschwindigkeit haben, was die Challenge ist, weil wir nicht recht viel Höhe haben. Wir haben 920 Meter, mit dem wir arbeiten können. Natürlich ist es keine spontane Aktion. Der Stunt ist auf lange Zeit vorbereitet worden. Auch die Genehmigung der Londoner Behörden war nicht ganz einfach zu bekommen. Schließlich musste der Luftraum und auch der Schiffsverkehr auf der Tower Bridge gesperrt werden. Wir haben ca. 200 Trainingssprünge nur für dieses Projekt absolviert. Und es war richtig cool, mit dem ganzen Team zusammenzuarbeiten. Bis jetzt hier zu stehen, einfach richtig, richtig schön. Eine zweite Chance hätte es für die beiden Österreicher nicht gegeben. Aber es ist alles gut gegangen. Sie haben ohne Probleme die Lücke des Londoner Wahrzeichens getroffen. Nur die Landung lief nicht ganz glatt. Marco Fürst verfehlte die Landeplattform und landete in der Themse. Aber das ist bei der Leistung natürlich nebensächlich. Wenn du so heiß drauf bist, dass du das umsetzen kannst, dann es ist es irre. Also mir fehlen auch gerade ein bisschen die Worte, weil es einfach zu viel ist gerade und ich bin super happy. Für die beiden Wingsuit-Profis war dieser Flug über London der Höhepunkt ihrer Karriere. Wo wir das Projekt einordnen würden, ja eher sehr, sehr, sehr hoch oben, aber unser sehr tiefer Sprung war. Ein Sprung, den es so schnell nicht mehr geben wird. Yeah.